Silver electric blue, na na na.
OE-Set. Ja, den Glock habe ich schon gesehen. Da. Oh, fuck. Reversions 15 Mio. Fuck. Aber war irgendwie klar, dass der leer ist. Ich hasse es, wenn ich auf den Shop klicke und dann öffnet er sich nicht. Das ist ein Bullshit. Tier Reversions. Boah, 19 Mio, die sind ja teurer als im AH. Lol, Cruiser Parts plus 10 und plus 8 für 200 Mio. Fuck. Die sind auch noch erweckt. Okay, irgendwie verkauft kein Schwein Reversions. Bis auf die eine. Oder der eine. Weiß ich schon gar nicht mehr. Aha. Na. Lol, ja gut, dann schauen wir noch in die Mitte. Das glaube ich jetzt mal nicht, dass es hier welche gibt. Doch! 16,5 Mio. Ja, geilo. Ja, billiger wird man sie nicht bekommen. Kaufe ich die mal. Ich kaufe genau 20. Ja, wobei, komm, scheiß drauf, ich kaufe alle. Na, also. Ja gut, sehr viel mehr Geld habe ich eh nicht. Dann kaufe ich noch 2. Dann haben wir genau 25 Tries. Das ist dann wirklich wahrscheinlich einmal neu in eine Attacke plus 500. Das wird wohl nicht passieren. Ich weiß nie, wie lange ich streame. Deswegen sage ich es auch nicht. Auf jeden Fall wieder nicht so lang. Gibt ja nichts zu tun. So. Ist aber auf jeden Fall wieder cool, schneller unterwegs zu sein, weil auf meinen alten Daysboots. Mal jetzt seit neuestem Speed minus 10 drauf, das ist nicht so cool. Stimmt, einen Change hätte ich auf die Speed minus 10 drauf machen können, aber naja. Ah ne, Moment, ich habe gleich noch Wechselkreis. Ja. Okay. Dann schauen wir mal, also wie viel ist da jetzt drauf? 11 Crit-Rate. Ne, 12 sogar. Oder? Ah ne, passt 11. 11 passt schon. Das heißt, ich habe jetzt 95. Ja gut, aber ganz ehrlich, ob man jetzt 95 oder 100 hat, ist auch schon egal. Blaine hat 18 Crit Damage auf den Boots, 15 auf der Suit und 22 SDR und 10 SDR auf dem Head. Und auf den Gowns zwar momentan nichts mehr.
wie gesagt, ich bedanke mich dafür. Wenn ATK kommt, dann halt nur so 5 und ansonsten immer nur Attack Speed und Crit Rate. Oh, das sind die krassesten 400 Mio, die ich jemals verschwendet habe. Da wird wirklich gar nichts bei rauskommen. Das sehe ich jetzt schon. Die Hälfte sehe ich schon weg. Ja, wieder keine ATK. Es kommt halt nicht mal ATK mehr. Am Anfang wenigstens noch plus 5. Das ist unglaublich, ey. Ja, wahrscheinlich. Schaut euch diesen abgefuckten Lacker an. 16 Crit-Rate und 115 ATK, ey. Ohne Witze. Und ich habe gedacht, 15 Crit wäre OP. Da, ATK plus 50. Wow. Crazy. Ja, ich habe ja noch 7. Ich glaube, wenn es unter 5 sind, dann lasse ich das nächste Mal sowas wie 50 ATK. Auch wenn es richtig wenig ist, aber irgendwas brauche ich ja dann drauf. Besser als clean. Ah. Wieder Crit-Rate. Viermal Crit-Rate, Alter. Was ist denn das? Das Spiel versteht nicht, dass ich ATK will, nicht Crit. Also vollkommen egal, ob es Minus oder Plus ist. Es soll gar nicht dabei sein, Crit. Dann lieber MP-500 oder sowas. ATK plus 35. Ich habe noch 3 Stück. Das heißt, ich kann es noch 2-mal neu erwecken. Also ohne Risiko. Ah, 35, das ist halt gar nichts. Da kann ich es auch clean lassen. Das sollte schon mindestens 50 sein. Eigentlich irgendwas mit 100. Am besten in einem. Baku, danke für dein Follow, mein Freund. Und auch It's Fail, danke für eure Follows. Jetzt kriege ich endlich mal 80 ATK und dann sind minus 20 und minus 5 dabei. Und minus 13 Attack Speed, ey. Oh Mann, das Spiel fuckt mich so hart ab. Komm schon. Ich mach dann eh noch eine Risikoerweckung. Ich habe noch genug Kohle. Die gönnen mir nicht mal 55 ATK, ey. Ohne Witz. Das ist doch ein Saftladen. So viel Geld, wie ich denen gegeben habe, sollte ich eigentlich nur noch gut erwecken. Da sollte gar nichts mehr mit Minus kommen dürfen. ATK plus 35, Halleluja. Und FP plus 50. Dreimal FP minus 50 in einer Erweckung. Also halt in einem 5er Ding. Krass. Egal, es bringt trotzdem plus FP und
Wow, 35 ATK hat mich jetzt 400 Mio gekostet. Das ist, ja. Das ist Fleiß, meine Freunde. Oh nein, das ist Websen, besser gesagt. Boah, ne. Also, wenn es so mit den Augs läuft, dann ist alles, was ich jetzt an Wertgegenständen habe, bald komplett weg und ich habe auch kein Geld. Vor allem bei den Boots, ey. Wenn, dann zocke ich eh nur im Tower und da brauchst du mit einem RM nicht hingehen. Da ist ja mein eigener RM schon dreimal gestorben in 5 Minuten. Obwohl er oben auf dem Ding stand. Tja, ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht. Ich gehe ein bisschen. Ich habe irgendwie gerade überhaupt keinen Bock auf Farmen. Du brauchst jetzt 5 Stunden für ein paar Coupons und dann ist da nicht mal was drin. Das ist halt einfach nur frustrierend. So, Moment, welches Level bin ich? 77. Dann können wir noch. Ja, aber ich bin ja Channel 1. Ich muss wahrscheinlich eh reloggen, weil die werden hier wohl kaum sein. Das Blaine ja zeigen ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann ja sagen, es hat 32 Crit Damage, 35 ATK, 22 STR und 10 STA. Und alles andere ist Minus und nicht wirklich erwähnenswert. Geil, Carrier Bomb ist sogar auf Channel 1 da. Wahrscheinlich kriegt einfach nur kein Schwein mehr. Ach so, Moment mal, vielleicht sollte ich mir erstmal eine Party suchen, ne? Ah, fuck. What? XD Blade, ach so. Ich weiß, ich habe Messenger Refuse, aber. Inviten kann er mich ja trotzdem. Wahrscheinlich ist eh schon voll, weil er shoutet nicht mehr. Nein, der verkauft deine Reversions für 15 Mio. Fuck. Ja, egal, ich habe nur 16,5 gezahlt, das geht schon. Er scheint eh voll zu sein. Ah, genau, Full Fangs. Ja, gut, okay, fuck. Hätte ich früher dann denken müssen, aber tja, die einzige Party ist ja eh voll. Was irgendwie wieder klar war. Weil man sagen muss, ich habe schon zweimal G-Waffen ohne Party gedroppt, also. Ja, ich kann ja erstmal schon, ob die anderen Geeks überhaupt da sind. Hier. Na, trotzdem war da ein Pumpkin gedroppt, also. GG, Worth. Ach so, du hast noch gefragt, wie viel es kostet, ne? Sorry, ich hab's voll überlesen. 8 Milliarden hat es gekostet. Also eigentlich ein fairer Preis, weil es ist jetzt nicht so gut, aber es ist eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Also ich meine, es hat zweimal Crit Damage, es hat STR. Und es hatte, ey, also die Gauns waren eigentlich richtig gut, aber halt leider braucht man keine Crit-Rate auf dem Level. Weil ich habe jetzt 95% ohne Crit-Rate-Erweckung auf dem Set und ohne Crit-Raten-Effekt. Also es ist relativ sinnlos, da mit Crit-Rate rumzulaufen. Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd mit der Party, ne? Ja, die schauten sogar schon nach Pair-Looking vor ADV, also. Oh, wieso macht denn kein Schwein mehr Partys? Das ist doch unglaublich. Vielleicht auf einem anderen Server. Aber bis ich den 10-mal geswitcht habe, kommt hier noch jemand und klatscht den weg.
Egal. Ich klatsche den noch weg und dann challenge ich mal. Vielleicht gibt es ja auf Channel 2 eine Party. So. Na, wenigstens hat er einen Guard gedroppt. Ah, naja. Na gut, dann. So. No, I don't go for the Blast Clock. It costs too much time to farm them. To drop them. To get the clock. Ich geh mal schnell 2. Puh, so. Ich befürchte, dass hier gar keine. Hier wird wahrscheinlich einfach niemand schauten. Ach, ja, Schwachsinn. Erstmal die Chatbox schließen. Ist, wie gesagt. Ohne Witz, der Radius, in dem die Monster auftauchen, der war auch schon mal größer. Welt von Monstern sozusagen. Ja, ich dachte es mir schon, dass hier auch keiner schautet. Aber das Lied ist scheiße. Nächstes. Ja, das ist echt Kacke. Ja, Gegen ohne Party ist sinnlos. Wie gesagt, Farm ist irgendwie. Oh, da ist er sogar. Ja, egal, klatschen wir ihn nochmal ohne Party weg. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, kann man ihn auch gleich killen. So. Oh, er hat gefoodet. Er überlebt da 4 Sekunden länger. Oh, aber wieder ein Token. Ohne Witz, Tokens habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr gedroppt. Wenn, dann Waffen, aber keine Tokens mehr. Und schon noch Carrier Bomb. Hast du vielleicht A-Pieces, die du verkaufst? 50 habe ich, 57, also 56 würde ich dir verkaufen. Wenn du die brauchen tust. Ich habe letztens erst meine O-Pieces oder so verkauft. Sau viele. 50 auch oder so. Da habe ich ihm gesagt, ich habe über 100. Da hat er gesagt, ja, brauchst du nicht. Nicht alle. Irgendwie 56 hat er, glaube ich, gekauft. Genau. Wenigstens kann ich jetzt durch die neue Erweckung von meinen Gowns. Oder allgemein durch mein neues Set, keine Ahnung. Irgendwas, ja doch, der Head bringt FP. Kann ich jetzt meinen Blade-Skill ohne Buffs machen. Ohne Heap-Up-Buff. Noch ein Token, aber wieder keine Waffe. Okay, schade. Na egal. Haben wir jetzt ohne Party auch nicht so viel zu erwarten. Ja, wobei. Dann blinke ich mal nach Flares. Ja, ich gehe einfach wieder in den Tower. Brauche ich meine MP nicht. Ist zwar ein bisschen blöd, aber es bringt ja nichts. Sie stirbt nur wieder 10-mal. Und dann kann ich sie auch gleich draußen lassen. Weil mir zahle ich Geld, um zu sterben. Das ist auch echt richtig behindert. I played on the EU server as well, but it quitted because of all the dappers, even for used so much time on getting 130. Ja, der Dubbing ist was fixed. Der Dub-Bug was fixed. Oder have been fixed. Keine Ahnung, wie das heißt. In Zeiten war ich noch nie gut. In Englisch. Vergangenheitszeiten. Würde die wohl für eine Mio each kaufen? Das höre ich doch gern. Würdest du alle kaufen?
Ja gut, dann warte ich mal noch. Bis welcher Channel bist denn du? Ich könnte auch noch mal reloggen. Nur Shopmap wäre ein bisschen blöd, weil Shopmap connecten ist aber die Sache mit dem Disconnecten. Hängt sich ja gerne mal die Echse auf. Also auf Channel 1. Halt die größte Bullshit-Erweckung, die es gibt. Ey. Ja, da so eine Erweckung kam bei mir gar nicht. 125 ATK. Aber 80 hätte mir eigentlich auch schon gereicht. Aber tja. Bin gerade erst dazugekommen. Ach, das ist von dir abgefärmt. Das ist erst, als ich dich kennengelernt habe, bin ich so geworden. Ja, welche wollte jetzt L, ne? Genau, 56 Stück. Passt. Na egal, dann gehe ich mal in den Tower. Ups, falsche Ebene. Die sind dann doch etwas zu hoch, die auf B3. Ich habe noch Green Root Beer übrig, das kann ich auch mal einsetzen. So. Okay, mein Damage hat sich ja eigentlich überhaupt nicht verändert. Ja, Two-Hit waren die auch letzte Woche. Bei 39k habe ich auch 39k schon gemacht. Ich habe keine Ahnung, das ist schon wieder eine Woche her. Ich könnte es eigentlich ausprobieren, euch als das Set auf der Bank leider, sonst könnte ich jetzt wirklich direkt den Vergleich machen. Ich habe nicht auf den ATK-Wert geachtet, aber eigentlich müsste er niedriger sein, weil das Set über 50 STR weniger bringt, also der ATK-Wert dürfte deutlich drunter liegen. Selbst mit den 28%. Stromberg, ist das nicht so eine mega unwitzige Sendung mit so einem Typen, der eine Halbglatze hat? Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was daran so funny sein soll, im GW zuzugucken. Ist doch ultra öde. Wie die 5 Minuten lang aufeinander eindreschen und dann eh immer der gleiche gewinnt. Oder die gleichen, besser gesagt. Oder eh immer das gleiche Equip gewinnt. Das wird ja untereinander immer getradet und so ein Scheiß. Beste Sendung, bester Humor. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal eine Folge komplett angeschaut habe davon. Ich glaube aber nicht, ich habe es nie ausgehalten.
Mal gucken. Ich schaue momentan schon so viele Sendungen. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Wenn auch immer noch neue Folgen von anderen Sendungen kommen, dann kann ich die alten nicht weiterschauen, schon erst die neuen Folgen und boah. Oh ja, First World Problems. Gibt zu viele Sendungen zum Anschauen. Animes sind zehnmal besser als Stromberg. Noch zehnmal funnier. Ist halt Humor für Erwachsene, das versteht Heikster nicht. Moment mal, droppen Captain Abraxas. Schon Pumpkins, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, B2 droppen alle. Das ist mit Abstand das Schlimmste am Tower, dass die Drops immer da verbuggt werden. Ups.
funny, wenn die einen durch die Wand angreifen wollen. Idiot. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Für das Game gebe ich nichts mehr aus. Die haben eh so viel Geld, das ist eine Frechheit. Allein schon von mir haben sie so viel Geld bekommen. Über die Jahre.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die haben ja null Ausgaben. Ach Mist, ich habe ja kein Inventory Bag mehr. Levelgrenzen wurden im Forum veröffentlicht. Tja. Ah, ich werde den Inventory Bag wahrscheinlich aktivieren. Weil wenn das die nächste Event jetzt eh das heute im Event ist, dann brauche ich den da eh. Der hat ja 30 Tage und das Event wird eh nicht einen Monat gehen. Und daher könnte ich ihn jetzt eigentlich schon aktivieren. Ich muss mal kurz schauen, ob ich noch V-Coins übrig habe eigentlich. 52 tatsächlich. Aber der kostet ja 70, ne? Nur bei Events kostet der 49, ja, 70 kostet er. Ja gut, das heißt, ich muss auf eine verdammt, letztens war es wieder 30% Aktion warten, dann kann ich mir wieder einholen. Von den Rest V-Coins von den Cash-Up-Boxen.
Genau, dann die King Box gibt 10% Cardboxen. Ich finde den Blessed Clock of Light, den soll es noch bei einem anderen Event geben. Aber mir wird jetzt nur noch das Drop-Event einfallen, wo random CS-Sachen auf der Map rumliegen, wo der noch gedroppt wird.
Ups. Ich habe das Viech nicht gekillt. Fail. Weihnachts-Event gibt's doch den Blessed Clock of Light nicht, oder? Ach so, doch, ach so, okay, ja, gut, doch. In dem Weihnachts-Event stimmt schon. Kein Thema. Es ist eigentlich gar keine Playlist. Also noch nicht. Wirklich, weil. Momentan lasse ich einfach nur die Uploads von Xkito abspielen immer. Und dann kommen halt immer wieder neue dazu, deswegen sind immer wieder ein paar neue Lieder dabei. Sollte langsam mal den Invi-Back aktivieren, sonst habe ich keinen Inventarplatz mehr. Mache ich jetzt auch. Ja. Ups. Erstmal den unteren tun, damit ich die oberen Items nicht mehr rauskriege. So, dann können wir gleich noch eine Box öffnen. Ich schlinge, tja. Das ist genauso wie das LSD. Das war auch am Anfang alles so. Und dann zwei Wochen später hat es jeder gehabt, weil es nochmal ein Cash-Up war. Also verstehe ich nicht, warum sie es nicht auch mit dem Blessed Clock machen. Weil so wie der momentan erhältlich ist, ist es einfach nur eine Frechheit. Du musst so viel spielen, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Die zwingen dich im Endeffekt dein komplettes Leben aufzugeben, um den Clock zu erspielen. Das ist einfach nur lächerlich. Vor allem, du hast halt keine Garantie. Egal wie viel du spielst, du hast nie eine Garantie, dass du den kriegst. Und das ist die größte Frechheit daran. Wir sagen würden, irgendwie gegen 500.000 Pumpkins geben wir dir einen Glock. Wäre irgendwie so ein Ziel. Das wäre immer noch Schwachsinn, aber ja. Vielleicht wüsste man wenigstens, was man erreichen oder kaufen muss. Aber so ist es, ja, Schwachsinn. Würde es dich lohnen, beim nächsten Event mitzumachen, um viel Cash zu kriegen und dann, um dann richtig auf dem Server zocken zu können? Oder denkst du, es lohnt sich nicht so ohne viel Cash, ohne viel reincashen? Doch, das nächste Event ist wieder so ein richtig geiles Anfänger-Event. Wie gesagt, das Joker-Set ist eine schwache LSD-Version, eine sehr schwache. Aber es bringt halt auch Bonus und CS, was Bonus bringt, ist immer geil. Vor allem, wenn du es gratis bekommst, also dir selbst erfarmst. Ohne dafür wirklich nur einen Cent oder Penny auszugeben. Und dann gibst du halt auch noch, also wenn du Glück hast, ziehst du halt einfach mal eine S-Card oder 10% Kartenbox. Und wenn du dann eine Lightning oder Fire oder Electric, ist auch noch relativ viel wert, ziehst, hast du halt 800, 900 Mio und das ist für einen Anfänger jede Menge Schotter. Dafür kannst du dir auf jeden Fall Cruiser, Restgorn und so holen. Ein bisschen geerbt, ein bisschen erweckt. Eine gute Waffe, eine Luzaka-Waffe und jo.
Dann hast du auf jeden Fall ein gutes Startguthaben. Und wenn du mehr spielst, dann hast du natürlich auch entsprechend immer mehr. Aber das kommt halt auch ein bisschen aufs Luck an. Aber das Event ist auf jeden Fall 10-mal besser als das aktuelle. Weil im aktuellen kannst du nur Geld verdienen, indem du die Pumpkins verkaufst und die droppen halt dann doch eher schlecht, um damit so richtig, richtig, richtig viel Kohle zu machen. Zumindest in meinem Levelbereich. Bei Mammut sollen sie angeblich episch droppen. Und nachts um 3 auch. Wie viel haben wir? 36. Boah. Ich glaube, immer weniger. Ja gut, CS-Pets tatsächlich gibt's nicht bei dem Event, aber ja gut, von dem Geld, was du von einer, ja, von einer Fire oder Electric oder Lightning bekommst oder auch Lightning 7, konntest du dir auf jeden Fall einige CS-Pets holen. Ja. Also das ist auf jeden Fall nicht das Problem. Am Anfang musst du halt ohne spielen, aber ganz ehrlich, wer nur dann anfängt, wenn er von Anfang an CS spielt oder so hat, ich meine, gut, dann musst du halt auf dem PS-Server spielen. Nicht mal da hast du es, ja, nicht mal da hast du es. Weil da schenken die auch nicht einfach so ein CS. Na gut, vielleicht gibt es schon Server, die das machen, aber in der Regel fängst du auch bei Null an und musst dir das Zeug erstmal farmen. Es dauert nicht mal ein Zwanzigstel so lang wie hier, aber trotzdem fängst du da ja auch komplett ohne an. Also ist das eine Erwartung, die. Also, das kannst du nirgendwo erwarten, dass du direkt mit Level 1 ein CS-Pet hast. Oder halt auch mit Level 10 oder so. Oder 30. Musst schon ein bisschen was dafür tun. Ich nehme niemals Skype-Anfragen an. Die einzigen Leute, die ich in Skype geaddet habe, sind ein Zuschauer, der wirklich so ziemlich einer meiner ersten Abonnenten ist. Und Hikeson. Sind die einzigen Leute, die ich über. Ja, gut, und noch ein paar andere YouTuber, aber halt, solche Leute sind die einzigen, die ich in Skype adde. Außerdem bin ich in Skype eh nie online, weil es übelst das Drecksprogramm ist. Wenn er irgendwie mit mir schreiben will oder so, soll er mich in Steam adden. Da bin ich auch ab und zu mal on. Momentan auch immer weniger, aber. Lohnt sich das dann eher, die Boxen zu öffnen oder besser, wenn man die verkauft? Ja, es kommt drauf an, wie viele du hast. Wie viele farmen wirst. Also wenn du wirklich, sagen wir mal, 2, 3 Stunden täglich, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Droprate damals war. Also 3, 4 Boxen die Stunde sollten schon mindestens drin sein, ne? Die werden wahrscheinlich am Anfang so 10 Mille kosten oder 5 oder so. Also ja, das ist schwierig zu sagen, das weiß man eigentlich nicht. Ich weiß nicht mal, wer die Preise überhaupt festigt. Das ist immer so, die Preise sind einfach da. Irgendeiner sagt halt, ja, das kostet jetzt so viel und dann halten sich da alle dran. Ja, kommt halt, aber es kommt sehr stark auf die. Kommt auf die Droprate von den Pieces an. Aber die wird nicht so berauschend sein, weil man braucht ja irgendwie nur 4 Pieces für eine Box, also wird die Droprate ziemlich low sein.
Genau. Ja, wie gesagt, es kommt drauf an, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber wenn du viel farmst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, lohnt sich's eher, wenn du sie aufmachst. Also die, wo die richtig geilen Sachen drin sind, natürlich nur. Natürlich wird man öfter enttäuscht. Das ist wie das Freeleaf Clover im Event im Endeffekt. 100 Boxen hast du Glück, wenn du ein, zwei Clocks hast. Oder wenn du einen hast, halt. Hast, das ist dann im Endeffekt der Hauptgewinn und der Rest ist halt so, ja, auch nicht schlecht, aber jetzt nicht so ultra berauschend. Bis auf die CS-Pits, die waren noch ganz cool. Heißt, du wirst YouTuber mit zwei Abos und addest Chris, dann sagst du, dass du YouTuber bist. Ne, das wird nicht funktionieren. Hikes ist schon so die untere Grenze, wo ich annehme. Nee, Spaß, aber ja, natürlich nur Leute, die das auch schon lange machen und auch überhaupt irgendeinen Grund haben, mich zu adden. Wenn es jetzt einfach irgendjemand ist, dann nehme ich den nicht an. Also, wenn ich jetzt einfach irgend so einen Typ, von dem ich noch nie gehört habe, addet, selbst wenn er 10.000 hat, würde ich wahrscheinlich auch nicht annehmen. Einfach nur, ja gut, schon, um zu wissen, was er will, aber permanent dann wahrscheinlich trotzdem eher löschen als da lassen. Mit Leuten, denen man nichts zu tun hat, warum sollte man die adden? Ist ja relativ sinnfrei. Ich kann jetzt mal die Red Aura raushauen. Ich habe ja gesagt, ich aktiviere die. Ich habe es gerade auf B gesehen, dass ich die noch habe. Wenn ich ein Set plus 10 habe. Weil nur dann sieht es richtig geil aus. Oh, yes, Baby. Ja, ist denn schon Weihnachten? Hier läuft nämlich eine Zündkerze rum. Ja, Zündkerze nicht wirklich, ne? Ja, aber ich meine, ja, einfach eine rote Kerze halt, keine Ahnung. Ist das Level, wo man farmt, dann egal? Nee, 15 plus wahrscheinlich. Es ist immer 15 plus oder 20 plus ist manchmal. Aber auf jeden Fall, Eibatzen zu droppen, nie Event. Außer es ist ein bestimmtes Eibat-Event, aber gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass es sowas überhaupt gibt. Was steht halt an bei dir? Ja, also erstmal guten Abend. Aber das heißt, was steht heute an? Wir sind ja schon wieder über eine Stunde dabei. Du hast zum Beispiel verpasst, wie ich 400 Mio in meine Gauns geballert habe. Neu erwecken. Und dann nur Bullshit rauskam. 35 ATK sitzt drauf. Und 50 FP. Also. Jo. Nicht so gut. 25 Tries waren es. Also gar nicht mal so wenig eigentlich. Und da war das Beste. Das Beste war, glaube ich, 50 ATK. Gefolgt von irgendwie 45 oder so. Weil ich hatte einmal 80 minus 35 und 5 und irgendwie sowas. Ja, also auf jeden Fall ziemlich schlecht. Und ich farme jetzt halt noch ein bisschen Pumpkins. Und sollte ich irgendwann mal eine Party finden, aber es schautet hier eh keiner. Also ich habe den Chat auch noch beim RM offen. Die steht nämlich auch hier rum, wegen ein paar Leveln, auch wenn es eh nichts bringt, so selten wie ich on bin. Ja. Eventuell gegen gehen, wie gesagt, aber naja. Party seit Fehlanzeige heute. Money wasten. Tja. Ja, wenn ich mein ganzes Zeug verkaufe, kann ich wieder ein paar Videos machen, wo ich upgrade und dann richtig hart verkacke, aber. Muss ich erstmal das Zeug verkaufen? Muss ich erstmal irgendeinen Idioten finden, der mir das für einen sauteuren Preis abkauft? Und sowas dauert meistens. Ja, also die RPS-Coupons, wie gesagt, die aktiviere ich heute, aber es sind halt gerade vier. Also, und so lange werde ich nicht mehr machen. Es werden wahrscheinlich so sechs ungefähr. Droppen halt leider nicht gut genug, um mehr zu machen.
Will gar nicht wissen, wie lange Score für die 129 gebraucht hat. Wenn es eine PSF ist, gerne. Ansonsten eher nicht. Wobei. Ja, doch. Aber jetzt wollte ich eigentlich noch gar nicht gegengehen. Sonst muss ich nochmal die Towergebühr bezahlen. Und ja, ich bin ein Geizhals. Die 30k jucken mich tatsächlich. Jetzt wäre ich beinahe abgenippelt. Ja. Ey, sind ja dann trotzdem 7 Level über mir und ich habe halt keine Buffs. Weil meine Death-Rate eigentlich ziemlich nice ist. Oh lol. Lol. Oh lol, Double Agro. Ich dachte mir schon, einer hat mir einfach so 4k gemacht. Also halt fast 3,5. Schon ein bisschen ordentlich für einen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache irgendwas falsch, weil irgendwie machen die mir auf einmal so viel Schaden. Keine Ahnung, was auf einmal los ist. Jetzt hätte sich meine Death sehr stark verringert. Keine Ahnung. Jetzt auch nicht so genau, was da los ist. Meine Buffs sind ja schon eine ganze Weile weg. Ja gut, vielleicht ist es, weil ich jetzt die ganze Zeit bei Smaller Praxis war und bei Gula. Die machen natürlich nochmal wesentlich weniger Schaden. Vor allem die Gula. Wow! Erneut so ein krasser Crit.
50 Pumpkins haben wir jetzt. Ja, mal gucken, vielleicht mal. Also ich mache jetzt erstmal 60. Dann schaue ich vielleicht nochmal S1 wegen einer Party. Ärgerlich. Aber eigentlich bringt gegen gar nichts, weil ganz ehrlich. Die G-Waffen sind nicht mehr so viel wert und selbst mit Party droppt man bei jedem 10. Gig ungefähr, wenn überhaupt eine, manchmal zwei. Und dann ist auch noch die Chance, dass es Vant, Steph, Big Axe oder Big Sword ist und die sind halt alle vier gar nichts wert. Oder auch Jojo. Allerdings, wenn man dann Nacke oder Boat zieht, hat man halt 30, 40, 50 Mio, aber braucht man auch in das entscheidende Luck. Deine Crit-Rate auf Level 60 verbessern. Ja. Crit erwecken. Leute, schon wieder Double Agro, ey. Fuck off. Ja. Brauchst halt Gaunts mit Crit-Rate. Mehr kannst du eigentlich nicht machen, weil Level 60 hat man halt nicht so viel. Also du bist 60 Master, aber 26 Crit-Rate ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, glaube ich sogar. 26 mit Level 60, ja doch. Also ich meine, sehr viel besser geht's eigentlich nicht. Höchstens eben durch Erweckungen. Und außerdem, welche Jobklasse überhaupt? Dammit. Dankeschön, Katze, für das Kompliment. Ranger, okay. Ach so. Ja gut, als Ranger ist es, glaube ich, nicht so gut. 26 ist da, glaube ich, fast ein bisschen wenig. Ein bisschen ziemlich. Oh, Gaunts minus. Lol. Ja. Das sollte natürlich weg sein. Die minus 5 Crit. Ja, wenn du einen G-Bow hast, der allein bringt doch schon 20, oder nicht? Oder, ja gut, 20 vielleicht. Ja, gut, 20 wird er wahrscheinlich nicht bringen, aber 10 auf jeden Fall. Ja, und das, wenn du Full Dex bist und ein G-Bow hast, dann müsstest du eigentlich mindestens. Also gut, wenn die minus 5 nicht da sind, hast du ja 30, also. Ja, eigentlich mit G-Bow, Cruiser Set bringt zwar keine Crit-Rate, aber wenn die Gaunts halt. Kannst du mir halt irgendwie nicht vorstellen. 30 kommt mir so abnormal wenig vor, weil allein 15 durch G-Bow, ja.
Ja gut, wenn du wirklich null andere Crit-Sachen hast, also wenn man jetzt mal dieses minus 5 auf den Gaunt 7 weglässt, da also hättest du ja 3, 31. Aber dadurch allein die Hälfte durch G-Bow, dann 5 Basic, du hättest dann nur 10% Crit-Rate durch Stats. Bringt es so wenig, Dex zu statten? Ja, wie gesagt, ich habe ewig keinen Ranger mehr gespielt. Es kann aber schon sein, dass er echt so wenig bekommt durch Dex. Ja, wenn du nichts falsch gestattet hast, dann ja, bringt's nichts. Dann musst du halt einfach irgendwas mit Crit-Rate erwecken. Aber eigentlich braucht Ranger nur Crit Damage Erweckungen, weil der durch einfach nur durch seine Skillung und durch seine Waffe später so viel Crit-Rate hat, dass der niemals unter 100% kommt. Also ab Level 100 oder so. Dann mit halt entsprechender Waffe müsstest du eigentlich immer 100% haben. Dex ist ein Crit, okay. Ja, 60 ist glaube ich 118, wenn mich nicht alles täuscht. Stat-Punkte. Das heißt, es sind ja 10, 11%. 11, 15 sind 26, ja, und dann 5 Basis. Ja, passt. Ja, nee, dann hast du wie gesagt nichts falsch gemacht. Ja, es geht perfekt auf die Rechnung. Also musst du einfach nur den G-Bow vielleicht mit Crit erwecken, aber später solltest du dann auf jeden Fall auf Crit Damage eher setzen. Weil wenn du kein Geld hast für Reversions, würde ich es eher nicht machen. Also ich würde keine Risikoerweckung machen, weil da kommt eigentlich nie Gutes bei raus. Außer du machst eine Risikoerweckung, aber kannst eine Reversion leisten. Dann ist es was anderes, aber dann ist ja auch nicht wirklich Risiko. Meine Güte. Wenn die Crits kommen, dann tun sie aber ganz schön weh. Es kommen auch immer mehrere aufeinander. Sauerei. Stat-Dice, ja, das ist der größte Bullshit, den es gibt. Also, das ist Schwachsinn. Also ich hab's mal gemacht, das hat mir immer nur irgendwie Int plus gegeben und dafür STR und Dex abgezogen. Wenn du kannst ja wieder resetten lassen. Weiß allerdings gar nicht mehr wie. Entweder man kann es bei der Tante machen. Oder es gibt ein CS-Item, glaube ich, dafür. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch egal jedenfalls. Das ist scheiße. Oder nicht scheiße, aber halt, ja, nicht so gut. Bringt jetzt nicht so viel. Im Vergleich zu meinem Blade auf 66 macht mein Ranger nicht sehr viel Damage. Ja, gut, da vergleichst du auch Äpfel mit Birnen, mein Freund, weil du kannst ein Blade Level 60 nicht mit. Du kannst mit Blade Level 60 mit nichts vergleichen, weil er einfach am meisten Damage drückt. Ist halt einfach so. Also wenn alle das gleiche Equip haben, weil er halt einfach zwei verdammte Waffen hat und Full STR ist und damit mit Abstand den höchsten Damage haut. Das liegt einfach daran, dass
Ranger erst später richtig krass wird. Wenn er 100% Crit hat und so. Durch seine Dex, die Stattung. Und ja, BP wird auch erst später richtig gut mit Ruddy's Set. Selbst Tahlin's Set bringt dir nicht so viel, weil es halt nur Crit-Rate bringt, keine Crit-Damage. Ja, also die meisten Klassen werden halt erst später richtig gut. Blade ist halt immer gut. Das ist der Unterschied. Weil Blade so einen hohen Grundschaden hat durch die zwei Waffen. Und Full STR im Regelfall. Würdest du mir empfehlen, wenn ich neu auf dem Server... Mehr was? Wenn ich neu auf dem Server bringen würde? Ja. Kommt drauf an. Ich würde mir, wenn du neu anfängst und dein PC es packt, würde ich mir direkt eine RM mit hochziehen und dann ja, Blade, Ranger, sowas hochziehen. Oder auch BP, kannst du auch machen. Ja, One in One Night ist mehr so eine Exotensache. Das spielen nicht so viele. Ist zwar geil, macht Spaß, aber irgendwie später ist es dann nicht mehr so gut. Ja, gibt's sonst noch? Jojo Jester, okay, aber da bin ich persönlich jetzt nicht so ein Fan von. War ich noch nie, bin ich nicht. Werde ich auch niemals werden. Ja, AOE, dann halt die ganzen AOE-Dinger noch, aber da das persönlich mag ich auch nicht so sehr. Und ja, mehr gibt's ja dann gar nicht. Ja, Support halt, wie gesagt, aber also wirklich Support spielen an sich, dass du halt wirklich nur Leuten hinterher rennst und dich leveln lässt, das finde ich persönlich auch ultra öde. Vor allem, weil es eh keiner macht, weil jeder seinen eigenen AM hat. Oder wenn er keinen eigenen AM hat, dann hat er einen Perma-Leech. Also halt jemanden, einen Kumpel oder so, von dem er immer einen Char hochlevelt oder so. Oder Level 1er Leech. Irgendwie sowas hat jeder.
bisschen sozusagen selbst erfarmen, aber es dauert halt ewig, weil entweder es kostet recht viel oder es dauert ewig, weil die Pieces sind halt schon selten. Ich kann mal schauen, was es für U-Pieces gibt, weil ich habe ja tatsächlich schon 117. Da braucht er ein paar Tausend, um sich was richtig Schönes zu holen. Und U gibt es, glaube ich, nur Bullshit. Vielleicht den Schmuck. Schmuck ist nämlich das Einzige, was man sich gar nicht mehr holt davon. Mit Dual Jester kriegst du auch ganz schnell Max Crit. Lol. What the fuck, wo kommt der Gula her? Alles klar. Der 65. Critical Swing gibt 40% Crit. Lol. Ja, gut, okay. Ja, Mystery Solved, okay. Ja, ich habe meinen Jojo Jester auf Level 45, also kann ich jetzt den Jojo Jester Skills nicht viel sagen. That's the problem. Aber was ich von Jojo Jester Skills weiß, ist, dass man die andauernd neu aktivieren muss, weil die so schnell ablaufen. Ja, zumindest war das mal. Woher weiß ich das? Ich muss mal kurz überlegen, woher weiß ich das? Oh, ich weiß es gerade selbst nicht mehr. Ja, doch, das habe ich von meinem Bowjester gleich mal ausprobiert. Die Skills. Ja, gut, es kann auch daran liegen. Ja, nee, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die dann immer so schnell abgelaufen. Alle 2 Minuten oder so. So wie Stonehenge, so ähnlich. So. Also nicht zu vergleichen mit den Merc-Skills, die mindestens 5 Minuten halten. Alle. Wir haben jetzt eigentlich 66. Ja, ich weiß nicht, gegen ist so eine Sache, wie gesagt. Ja, ich mache jetzt 70, oder? Moment, wie sieht es mit der Zeit aus? 1,44. Ja, ich mache noch 2 Stunden voll. Das werden wahrscheinlich nicht mehr als 70. Noch 16 Minuten und dann. Wie gesagt, gehe ich Channel 1 und dann schauen wir mal. Wenn nicht, gehe ich halt ein bisschen ohne Party, ganz ehrlich, ist es auch egal. Vielleicht droppt man ja was. Lol. Ich glaube, das ist der RM von Billa. Wahrscheinlich auch schon abgenippelt. Ist im Tower ja keine Seltenheit. Mal wieder den Brunnen clearen. No, genau das wollte ich die ganze Zeit vermeiden. Dass die Drops da in der Wand verbuggt sind. Die Viecher orientieren sich aber auch übelst an der Wand, ne? Laufen alle gegen die Wand, ey. Kein einziges läuft in die Mitte. Das ist unglaublich. Wow. Ja, 3 Viecher sind dann doch ein bisschen too much. Tja, so cleart man den Brunnen. Na, spätestens in 10 Minuten sind die wieder alle da drin. Dummköpfe. Ein Mädchen kommt, das ist immer frei.
Warum ist Shirai nicht dabei? Wegen den Agros, weil die ganze Zeit stirbt. Also als ich sie beim letzten Mal dabei hatte, ist die in 10 Minuten dreimal gestorben und ganz ehrlich, da nehme ich sie lieber nicht mit. Ich krieg so oder so kaum XP, ja, ob sie jetzt dabei ist oder nicht, ist egal. Und, nice. Da lasse ich sie lieber draußen, also die ist schon online, also ein paar XP kriege ich schon, aber für die paar Stunden lohnt sich das eh nicht. Wäre halt geil, wenn ich mit der Doppelshop machen könnte, aber das geht ja nicht, weil das Cruiser-Set kann die ja schlecht tragen. Genau, und ja, das war's eigentlich auch schon. Kennst du noch einen Flyve F-Tool, damit ich Dauer hier nutzen kann? Ich bin kein Fan von F-Tools, das ist für mich eigentlich eine Art Hack. Auch wenn es niemand als Hack bezeichnet und es auch vollkommen legitim ist von Websen-Seite her. Aber ich spiele dann doch lieber selber. Ups. Alter, wie sind die Drops bitte da reingeflogen? Das Viech ist seit 5 Meter davor gestorben. Damn it. Erstmal einen Schluck Coke. Ah. Damit oder auch nicht. Fucking Handy-Akku ist leer. ist gerade aufgepoppt. So. Also nicht, dass ich hier die ganze Zeit sitze mit dem Handy, aber es lag auf dem Tisch und ist plötzlich angegangen. So, ich mache das Licht an. So sind die 5, minus 5 Crit auch weg. Ja, nice. Ja, 30, oder wieso läuft das Viech vor mir weg? 30% Crit ist ja, 31% ist ja nicht so schlecht. Auf Level 60, das geht doch.
Mein Blade auf Level 60 hat er wesentlich weniger. Der hat, wenn er Glück hat, 20. Lol. Gauns bekommen. Bei G-Waffen, G-Eggs, wie viel bringt denn die? Ach nee, bringt die nicht sogar mehr? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, doch, Eggs bringt mehr, glaube ich. Und Sword bringt Crit Damage, wenn mich nicht alles täuscht. 10 oder so. Boah. Schon wieder zu lange her. Ja, 103k Matriga-Gift, nice. Ich hab mal auf meinem... Ist mein Knight irgendwie... Ja, nee, ich glaube, das war sogar... Ich glaube, das war sogar mit 130. Da hatte ich das Matriga-Gift auch mal abgeholt, da habe ich irgendwie 30k bekommen oder so. Das war aber das einzige Mal. Sonst immer über 100, glaube ich. Oder mindestens 50. Ja, wobei, ne, es sind schon immer 100, ja. Na gut, so oft bin ich ja da gar nicht mehr online. Und bei den drei Stacks kriegt man meistens so 250k. Aber jo, selbst als Hero kriegt man da manchmal Bullshit. Also wenig halt. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach die 80 noch voll, weil 90 werden es dann eh nicht mehr. Also 4 Stück noch am besten. Ah, das kann ich jetzt schon sagen, da wird safe nichts rauskommen. 8 Versuche im Vergleich zu 129 ist doch etwas wenig. Und somit die Chance, irgendwas halbwegs Gutes zu bekommen, nochmal sehr, sehr viel niedriger. Ah, ich habe heute erstaunlich viel XP gemacht. Jetzt schon 50%. Ich glaube, ich hatte vorhin irgendwas mit 37, habe ich glaube ich angefangen oder so. Muss ich später mal nachschauen. Ja, wobei, gut, ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Über eine Stunde schon, also ja. Ja, kriegt mir natürlich die ein oder andere Prozentleiste. Geht das jetzt wieder los oder was? Ja, wobei, nee, ich habe vorhin noch einen Briefverkehr mit jemandem gehabt, der mir was abkaufen wollte. Muss ich mal schauen. Der will mir die Amphibian Barrier Gloves abkaufen. Er hat mir aber 50 Mio geboten und 50 ist dann doch etwas wenig, weil. Das Set gibt's nicht im Cash-Shop und gleichzeitig ist es auch noch, also es ist jetzt nicht besonders selten, weil es ist ja nur stinknormal, es bringt ja keine Werte bis auf den Head, aber es gibt's halt trotzdem nicht im Cash-Shop und selbst wenn es das im Cash-Shop geben würde, wäre es mehr als 50 Mio wert, also deswegen habe ich gesagt 80, weniger wäre schon, ja, schlecht. Womit hast du deine Maske geskinnt? Mit einer Sunglasses Blue. Passt halt jetzt nicht zum roten Leuchten, ne? Aber, ja. Tja. Ich hätte mir das Weiße damals aufheben sollen. Wieso habe ich nur eine Weiß aktiviert? Ach, er war ja, genau, weil ich weiß, weil ich wissen wollte, wie es aussieht. Ja, mit einem plus 10 Set ist Weiß natürlich noch geiler. Aber Rot sieht auch nice aus. Das finde ich überhaupt nicht gut, dass sie das schwarz, weil, keine Ahnung, da. Das gefällt mir gar nicht. Alle anderen sind cool, aber schwarz ist irgendwie total blöd. Und weiß auf plus 8 ist auch blöd. Und grün und gold und rot ist immer nice. So, habe ich jetzt die 80 schon? Naja, einen noch. Tja, es wird aus gutem Grund deleted.
Sonst könnte hier jeder seine Scheiße rein spammen. Oder halt irgendwelche Kackseiten hier verlinken. Und das wollen wir ja nicht. Wobei ich habe ihn ja wieder Moderator gemacht. Also er kann es ja theoretisch wieder. Tja. Also ich gehe dann mal raus aus dem Tower. Und dann zockt mal ein bisschen Schnick, Schnack, Schnuck. Hipster Glasses Black gibt's die überhaupt? Naja gut, wahrscheinlich schon, ne? Sonst würdest du es nicht sagen. Ich finde die Hipster Glasses, die sehen so scheiße aus, Mann. Gibt doch genug Leute, die damit im Real Life rumlaufen. Wieso muss man die auch noch in-game machen? Wobei die sind auch sowas von 2012. So, gibt's hier Steuern? Na. Na ja, gut, dann zocke ich erstmal Schnick, Schnack, Schnuck. Ach so, ich muss erstmal den ganzen. 8. Passt. So. Dann schauen wir mal, wie weit man mit 8 Coupons kommt. Ah, you lose. Post checken. Ja. Mache ich dann gleich. Damn it. Ich mal an bin und du auch kann ich dir Hipster Glasses Black zeigen. Ja, ich weiß schon, wie die aussehen. Ich kann sie mir auch in Schwarz vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wieso das irgendjemand tragen will in-game. Ehrlich gesagt. Alter, kannst du mal bitte was von der Saison entschieden kommen?